Und der nächste Referent, mein Kollege Michael Förster, wird Ihnen erzählen, wie man so dieser Herausforderung Winterbaustelle begegnen kann. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist Mai, wir sind nicht in Innsbruck, ich brauche das gar nicht. Planung ist ja immer das A und O. Es ist Mai, bald ist schon wieder November. Also macht es Sinn, sich jetzt schon ein paar Gedanken zu machen. Und das Schöne ist an Michael Förster, er liebt Bauphysik. Erst dachte ich so, wie kann man Bauphysik lieben? Aber durch das, dass er Bauphysik so sehr liebt, möchte er auch, dass wir alle verstehen, was er so sagt. Und somit hat er das wirklich unkompliziert vorbereitet und wird Ihnen das unkompliziert darlegen. Dann bitte, Michael Förster. Ja, vielen Dank, Heidi. Ob das unkompliziert sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es, denn das ist quasi jetzt eine Premiere, dieser Vortrag. Der wurde von mir noch nicht gehalten. Also ganz frisch und dampft noch ein bisschen. Manche Teile sind vielleicht auch noch ein bisschen bekannt, aber es ist auch einiges Neues dabei, weil halt eben diese Winterbaustelle ja momentan auch sehr stark in der Diskussion ist, nicht nur, weil der Winter ganz besonders lange dauert. Ich war zum Beispiel letzte Woche in Bad Ischl auf einem Kongress, da hat es auch geschneit und ich gucke aus dem Fenster und dachte so, Ende April, wie kann das sein? Aber wir haben natürlich noch die Monate vorher auch mit relativ niedrigen Temperaturen auch zu tun gehabt und die bringen natürlich eine ganz besondere Anforderung, wenn wir eben halt unsere Bauwerke, Konstruktionen und so weiter, die wir so erstellen, eben im Winter fertigstellen wollen. Und das wird halt eben der Kernpunkt meines Vortrags sein, die Winterbaustelle. Es geht darum, wie halt eben eine Dampfbremse beschaffen sein muss, um halt eben dem Winterbaustellenklima zu trotzen, also diese baubedingt erhöhten Feuchtigkeiten durch Putz- oder Estrichereignisse beherrschen kann. Und es wird auch weitere Informationen geben zur bauaufsichtlichen Zulassung. Haben Sie sicherlich schon mal gehört, seit 2012, als die DIN 68800 in Kraft getreten ist, sollen feuchte variable Dampfbremsen eine bauaufsichtliche Zulassung haben oder müssen eine haben. Das ist also keine Wunschvorstellung, sondern ein rechtliches Erfordernis. Dazu werde ich Ihnen auch noch ein paar Informationen geben. Und ja, jetzt fange ich mal einfach an. Was ich noch sagen wollte, weil die Heidi ja so schön mit ihrem schwäbischen Dialekt kokettiert hat. Ich habe das nicht, auch wenn ich natürlich aus dem Norden Baden-Württembergs berufstechnisch jetzt verortet bin. Ich bin aufgewachsen 25 Kilometer westlich von hier in Achim. Also da nehme ich mir jetzt einfach mal den kleinen Standortvorteil mit. Kann leider nicht besonders gut Norddeutsch sprechen. Ich weiß nicht genau, warum nicht. Also ich habe keinen plattdeutschen Einfluss oder irgend sowas. Aber ich hoffe, dass Sie mich trotzdem verstehen. Also, das, was jeder wissen sollte, das, was nichts Besonderes und nichts Neues ist, das, was jetzt schon mal wieder im Normenausschuss durch den DIN angefragt worden ist, könnte man das nochmal überarbeiten, ne? Ist die DIN 4108 aus dem Jahre 2011, also die Bibel für die Luftdichter. Mittlerweile also 6 Jahre schon in Gebrauch. Bei dem einen oder anderen im Detail vielleicht noch nicht ganz angekommen und deswegen möchte ich hier eigentlich einen für mich, finde ich, ganz besonderen Punkt, weil ganz viele andere Dinge haben wir schon gelöst, ne? Also Systeme, Produkte und so weiter, aber wir müssen ja deutlich früher anfangen. Wir fangen ja nicht an mit, wir bauen eine Luftdichtung ein, sondern wir fangen eigentlich an mit, wir planen. Ne? Also Luftdichtheit muss auch geplant werden und das fällt dem einen oder anderen manchmal noch so ein bisschen schwer. Es gibt also durchaus Unternehmen, die kommen auf die Baustelle und dann nehmen die halt ihre Folie und ihr Klebeband und sowas und dann fangen die an zu planen. Wie mache ich das denn jetzt? Aber eigentlich ist es eine planerische Aufgabe, die schon deutlich weiter im Vorfeld stattfinden muss. Das steht auch in der DIN 4108-11 so drin. Das ist eine Planungsaufgabe. Und wenn sie zu planen ist, dann muss man natürlich auch irgendjemandem erzählen, wie er das dann zu erstellen hat. Sprich, oder wie er denn überhaupt auf Basis der Planung eine vernünftige Kalkulation erstellen kann. Sie ist auch auszuschreiben. Und über die sorgfältige Ausführung müssen wir uns nicht unterhalten. Sie, diejenigen, die halt in der Ausführung beschäftigt sind, die wissen, dass die Luftdichtung eben eine wichtige Schicht ist im Bauteil. Also gerade wenn es halt eben um wärmegedämmte Konstruktionen geht, ist die Luftdichtungsebene der Garant dafür, dass das am Ende auch alles funktioniert. Da Sie ja nun hier sind und wahrscheinlich auch regelmäßig solche Veranstaltungen besuchen, ist das für Sie nichts Neues. Jetzt geht's aber los. Wer kümmert sich denn darum, dass die einzelnen Beteiligten, und das sind halt nicht unbedingt der Zimmermann und der Holzbauer, sondern auch der Installateur, der Elektriker, vielleicht auch der Maurer oder der Fensterbauer, wer kümmert sich denn darum überhaupt,
diese Dinge überhaupt abzustimmen. Manchmal sieht man sich ja gar nicht. Da gibt es Unternehmen, man weiß zwar, dass irgendwann der Sanitär Fritze kommt und sagt, der baut das irgendwann ein, aber den bekomme ich vielleicht als Holzbauer gar nicht zu sehen, weil der kommt zu einer ganz anderen Zeit. Und dann geht es ja schon los. Das heißt also, da gibt es Menschen, mit denen ich mich gar nicht unterhalte. Und deswegen gibt es hier jetzt erstmal ein schönes Bild. Das ist sogar auch netterweise aus einem Holzbau. Und das bezieht sich auch genau auf diese Koordination zwischen den am Bau Beteiligten. Die hat hier offensichtlich überhaupt gar nicht stattgefunden. Wer findet den Fehler? Ich zeige Ihnen da zum Beispiel. Ne? Da zum Beispiel gehen irgendwelche Rohre durch, da hat sich keiner gekümmert. Und das ist auch eine beliebte Quelle für Undichtheiten, sowohl in Mauerwerksbauten als auch in Holzrahmenbauten. Da kümmert sich einfach keiner drum, weil der Sanitärinstallateur kommt irgendwann, der braucht das Loch, macht das da rein. Das verändert sich. Also es gibt durchaus auch ein Bewusstsein bei den Elektrikern und bei den Sanitären und den Sanitärinstallateuren und bei den Heizungsbauern, dass da ja irgendwas gemacht werden muss. Ich habe da mal was gehört. Aber oft genug passiert das nicht und das sind natürlich Quellen für Feuchtigkeitseinträge und damit mögliche Bauschäden. Also koordinieren wir mal ganz einfach die Arbeiten der an einem Bauvorhaben beteiligten Unternehmen. Und da ist es ganz gut, wenn man dann auch jemanden hat, der das in persona macht. Vielleicht so als Hinweis, dass man den Leuten das auch empfiehlt, hier hör zu, du brauchst jemanden ganz einfach, der da mal ab und zu drauf guckt, damit diese Dinge einfach nicht schieflaufen und wir am Ende halt eben irgendwas sanieren müssen, was wir gar nicht geplant hatten zu sanieren, weil wir wollten ja was Neues bauen. Das ist mit Sicherheit auch keine unbekannte Größe, denn Sie wissen, die Luftleckagen, die bringen halt eben enorm große Feuchtigkeitsmengen in unsere Bauteile hinein. Man hat da Ende der 80er Jahre schon mal einen Versuch unternommen und hat festgestellt, dass halt eben dieser konvektive Feuchtigkeitseintrag deutlich größer ist als der, der über die Diffusion stattfindet. Das sind alles bekannte Themen, nur muss es halt eben auch organisiert werden. Das ist ein Feuchtigkeitseintragsphänomen. Das ist einfach zu lösen, da muss ein bisschen Absprache und Vorplanung stattfinden. Aber die Frage ist, was macht man mit sowas? Wie gehen die Unternehmen wegschmeißen, finde ich gut. Kann man sowas trocknen? Wie gehen die Unternehmen denn überhaupt mit ihren Materialien um? Es regnet. Also wir haben vorhin vom Thomas Isselhardt gehört, ja, es kann auch durchaus mal reinregnen und der Unternehmer sagt, naja, ist gerade irgendwie ein bisschen doof, weil wir sind ja nicht da. Und dann findet man eine andere Lösung über die Bauzeitenabdichtung auf jeder Geschosslage. Aber sowas hier, das geht doch eigentlich gar nicht. Und eigentlich ist auch Ressourcenverschwendung, das ist ja total schade. Ne? Also auch wenn es Mineralwolle ist. Auch wenn es Mineralwolle ist. Aber irgendjemand hat es hergestellt, irgendjemand hat es gekauft und bezahlt und dann liegt es hier im Dreck. Das hätte sich auch einfach lösen lassen mit ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber ich sage Ihnen, das gibt es auch so. Und derjenige, der denkt, oh, da ist doch eigentlich eine Folie außenrum, ne, das ist doch schön geschützt und so weiter, da kann doch gar nichts passieren, dem sage ich, sowas lagert man so nicht. Das ist eher so ein Transporthilfsmittel. Die Folie darum, die sorgt dafür, dass die Materialien nicht von der Palette runterfallen, wenn der Lagerist oder derjenige, der bei Ihnen im Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass die Materialien verstaut werden, wenn derjenige halt eben das Material mit dem Stapler oder mit der Ameise oder mit dem Hubwagen durch die Gegend fährt, dafür ist es da. Das ist aber kein Witterungsschutz, zumindest nicht für diese Situation, die Sie hier sehen mit Winterbau, also mit Winter und so weiter. Das sind alles mögliche Feuchtigkeitseinträge in Konstruktionen. Ne? Sie merken das so langsam. Ne? Wir haben einmal hier natürlich die Konvektion, das altbekanntes Thema, schon vielfach zitiert und doziert. Dann haben wir plötzlich irgendwie die Materialien, die im Wasser liegen. Ne? Und da sagt mal jemand, irgendwie Mineralwolle kann kein Wasser aufnehmen. Das kann die sehr wohl, die wird auch klatschnass irgendwann. Und dann haben wir hier natürlich auch noch irgendwie einen Dämmstoff, der zumindest mir ganz gut eigentlich in ein Bauwerk, das ich für mich erstellen würde, passen würde, aber auch mit Sicherheit nicht feuchtigkeitsunempfindlich ist. Man muss also die Materialien schützen und auch dementsprechend lagern. Und dass hier irgendwie Hopfen und Malz verloren sind, ne, da könnte man jetzt, also das ist ja hier an der Stelle, liegt wahrscheinlich das Dach vom Frühjahr 2018 oder 2017. Das geht natürlich überhaupt gar nicht. So, das heißt also, ich muss mich natürlich im Vorfeld da schon darum kümmern, dass meine Materialien nicht nass werden und ich kann nicht einfach so tun, als wenn diese ja schon vom Hersteller vernünftig verpackt worden sind und dann kommen die einfach ins nächste Bauwerk rein. Das ist das eine. Materialien haben natürlich irgendwie Einflüsse bezüglich des Verhaltens meiner Konstruktion auf einer Winterbaustelle.
Aber da ist noch einer. Und da kommen wir eigentlich eher zu denjenigen, woran die meisten Menschen denken, wenn es um Winterbaustellen geht. Die Winterbaustelle ist natürlich maßgeblich von den Gewerken abhängig, die ganz viel Feuchtigkeit in ein Bauwerk einbringen. Und da wir ja nun bei ganz vielen Häusern im Regelfall einen Mauerwerksbau haben, der mit einem Holzbau als wichtigstes Bauteil nach oben abgeschlossen wird, gibt es natürlich auch den Estrichleger. Und es gibt auch denjenigen, der die Wände verputzt. Und die bringen einfach ganz große Feuchtigkeitsmengen ins Bauwerk ein und die bleiben dann da möglicherweise erstmal drin. Muss ich mich also auch drum kümmern. Ne? Ah, da kommt möglicherweise der Estrichleger und so weiter, ne, der Verputzer. Und was passiert dann? Das Problem fängt auch schon ein bisschen vorher an. Ich weiß nicht, ob Sie das so richtig gut sehen können. Ich kann es von hier aus sehen. Einmal läuft hier das Wasser runter, da an der Stelle. Ja, offensichtlich gab es da irgendwie Betonierarbeiten der Geschossdecke. Nun war das mit der Dichtheit zwischen den einzelnen Geschossen nicht so weit her. Das geht eigentlich nicht. Also eigentlich geht sowas nicht. Da würde ich jetzt zum Beispiel als Holzbauer, wenn ich da oben nachher ein Dach draufstellen sollte und ich sehe, dass die Wände alle nass sind, hier können Sie das auch sehen, das ist kein Dreckrand, sondern das ist Wasser, offensichtlich hat da auch länger mal Wasser im Gebäude gestanden, da kann ich eigentlich überhaupt gar kein Holzbauteil draufsetzen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das so bewusst ist. Also wenn Sie schon sehen, dass der Mauerwerksbau im Erdgeschoss beim Einfamilienhaus pottennass ist und dann kommen Sie mit Ihrer Holzbaukonstruktion irgendwie um die Ecke und dann sagt Ihnen jemand, ja, und Dämmung und Dichtung und sowas, alles ganz schnell gleich, idealerweise Fenster rein, weil wir müssen ja bald einziehen, dann müssten Sie eigentlich sagen, oh, hier gibt es doch noch etwas, das müssen wir doch vorher raustransportieren. Das müssen wir erstmal rausschaffen. Und das ist das Wasser. Und da muss man gegebenenfalls auch mal sagen, hier an dieser Stelle habe ich das Problem, dass das Bauwerk an sich schon so viel Wasser enthält, also nicht noch zusätzlich durch Putz- oder Estrich-Erlegereignisse aufgefeuchtet wird, dass ich eigentlich dann mein Dach oben gar nicht draufstellen mag. Könnte man zumindest mal darauf hinweisen, dass da zusätzliche Maßnahmen zu treffen sind, um halt eben diese Feuchtigkeitsmengen, die nicht ganz unerhebliche Größenordnungen haben, auch wieder loszuwerden. Denn nehmen wir mal an, Sie entscheiden sich, die Luftdichtungsebene mit einer Holzwerkstoffplatte herzustellen. Wie in diesem Fall hier. Ne? OSB-Platte verklebt mit meinem Lieblingsherstellerklebeband. Wenn da große Mengen Feuchtigkeit im Bauwerk drin sind und die Fenster möglicherweise schon eingebaut sind, ne? Der Installateur soll es ja auch schön warm haben, der will ja nicht frieren, dann fängt die an zu arbeiten. Und haben Sie das schon mal gesehen, wie so eine Holzwerkstoffplatte die oberste Steinreihe rausschiebt? Ne? Dann wird die ja auch schön passgenau eingebaut. Man möchte ja dann irgendwie den Übergang herstellen. Und wenn das richtig nass wird, dann entstehen hier so zackenförmige Abrisse. Ich habe leider kein Bild. Wenn jemand eins hat, kann er es mir gerne schicken. Aber sowas passiert dann und das hat natürlich Auswirkungen. Und ich muss mir auch die Frage stellen, ob ich mir das leisten kann in den heutigen Situationen, wo es ja um Zeit geht. Für Sie als Holzbauer ist das ja ein großes Argument. Die Vorfinanzierungsdauer ist ja relativ gering, weil Sie kommen ja mit Ihrem fertigen Haus um die Ecke, was sich auch vergleichsweise schnell erstellen lässt. Aber wo es um Zeit geht und ein Mauerwerksbau inklusive Dach innerhalb von 4 Monaten bezugsfertig sein soll, vielleicht wissen Sie auch noch, dass es schneller geht, ob ich mir sowas leisten kann und große Mengen an Feuchtigkeit in meinen Konstruktionen eindringen lassen kann, ohne diese nachzubehandeln. Ich muss die ja irgendwie wieder loswerden. Das ist die Frage, die ich stelle. Denn am Ende, wenn es ganz dumm läuft und ich einen falschen Bauablauf gewählt habe und womöglich auch hohe Feuchtigkeiten in meinem Gebäude durch, ich sag mal, Unfälle wie Feuchtigkeitseintrag durch Regenereignisse oder allein durch das Gießen einer Betondecke habe in mein Bauteil, dann habe ich hier womöglich irgendwie irgendwann festzustellen, dass meine wunderschöne Holzfaser-Unterdeckplatte trotz einer Dampfsperre, die hier angeordnet worden ist, verschimmelt. Irgendwas wird mit eingebaut. Und da gibt es vielleicht noch ein Problem mit der Wärmedämmung, das ist nicht zeitnah gedichtet worden und so weiter. Das will ich ja natürlich tunlichst vermeiden. Das heißt, also ich muss also gucken, dass ich zu jeder Zeit im Baufortschritt gucke, wie halt eben meine Feuchtigkeiten im Gebäude sich verhalten und gegebenenfalls als der Holzbauer auch mal irgendwann sagen muss, stopp, hier ist mir das irgendwie viel zu komisch. Ich hätte da gerne mal eine Bedenkenanmeldung. Dazu muss man sich auch trauen. Das darf man auch. Es ist auch nichts Schlimmes. Es ist nur der Hinweis darauf, hör zu, ich bringe halt irgendwas und
ich möchte nicht, dass das Schaden nimmt, dann sorgt bitte dafür, dass die Bedingungen auch dafür geeignet sind. Es gibt eine schöne Untersuchung aus einem Buch, das heißt Lernen aus Schäden im Holzbau. Da hat der François Collin, das ist ein Professor an der Fachhochschule Aachen, ein ganz dickes Buch mit ganz vielen Bildern zusammengestellt, welche Möglichkeiten von Schäden es an einem Holzbau-Bauwerk. Und er hat über 1000 Schadensfälle untersucht, 1096 war es, glaube ich, hat diese natürlich nicht alle in seinem Buch abgebildet, sondern hat halt eben die besonders hervorragenden Fälle abgebildet. Ein Buch, was sich wirklich lohnt, auch ist lesenswert und kann ich Ihnen also nur ans Herz legen. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht und haben, er hat sie dort halt eben in Größenordnung angegeben, wie viele Bauschäden halt für bestimmte Fälle aufgetreten sind, und wir haben das mal in diese Grafik gebracht. Und natürlich werden Schäden in Anführungszeichen nicht immer zum Versagen des Bauteils führen, aber es sind zumindest auf jeden Fall schon mal irgendwelche Anmerkungen von Hausbesitzern zu Rissbildung oder Passgenauigkeit, Verformung und Fugen gefallen, und hier unten auch angegeben zu feuchte Schäden. Also 24%, also ein Viertel ungefähr der untersuchten Mängel an einem Holzbau sind auf feuchte Schäden zurückzuführen. Das ist schon mal eine ganze Menge. Das sind natürlich Feuchtigkeitseinträge von außen. Da sind natürlich auch Feuchtigkeitseinträge, also sprich Regenbelastung zum Beispiel während der Bauphase von außen. Da sind natürlich auch Feuchtigkeitseinträge zum Beispiel durch fehlerhafte Abdichtung im Kellerbereich oder im Sockelbereich oder im Bodenplattenbereich da drin. Da sind natürlich aber auch Feuchtigkeitsschäden drin, die allerdings leider nicht aufgeschlüsselt worden sind im Einzelnen, zu Schäden, die an gedämmten Holzbaukonstruktionen entstanden sind. Und deswegen ist das mit der Feuchte so wichtig. Ich wollte Sie jetzt ja nicht kirre machen und sagen irgendwie, naja, wenn Sie jetzt einen Massivbau, also einen Mauerwerksbau haben, ich wollte das Wort Massivbau ja eigentlich aus meinem Wortschatz streichen, ab und zu lugt es nochmal hervor, weil es ist ja ein Mauerwerksbau, es gibt auch einen Holzmassivbau, ne, da sollte man schon also auch deutlich unterscheiden. Dass jetzt im Mauerwerksbau eben jetzt immer das große Feuchtigkeitsproblem gesehen wird. Aber wenn Sie es sehen, dann sagen Sie es. Und das ist auch Ihr gutes Recht. Sie können ja darauf hinweisen. Das ist auch nicht schlimm. Andere haben es vielleicht nicht gesehen oder versuchen es irgendwie unter den Teppich zu kehren oder sowas. Sie sagen es, weil Sie ja möglicherweise mit diesen Feuchtigkeitsereignissen auch dann eben umgehen können müssen. Und dadurch lassen sich natürlich dann die Feuchtigkeitsschäden auch sicherlich reduzieren, indem man mit mehr Aufmerksamkeit da durchgeht. Eine andere Untersuchung. Und ich sage Ihnen, die ist eigentlich noch toller, viel besser, weil sie wurde nämlich durchgeführt vom Bauherrenschutzbund. Ne, da hat sich einmal die Kundenseite irgendwie mit beteiligt. Und diese AIA AG, ich weiß nicht, wem die bekannt ist, das ist ein Versicherer der Architekten. Ich wusste auch gar nicht, dass es die gibt. Also ich habe jetzt da das erste Mal davon gelesen. Diejenigen, die in der Planung sind, die kennen dieses Unternehmen vielleicht. Und dem Institut für Bauforschung. Die haben sich nämlich zusammengesetzt und haben mal geguckt, wie haben sich denn die Steigerung der Schadenszahlen, das ist für den Versicherer ja ganz besonders interessant, zwischen 2002 und 2013 verändert. Und diese Zahl lasse ich unkommentiert. Der Versicherer muss ja sein Risiko abschätzen, und sie haben festgestellt, die Schadenssummen sind innerhalb von 11 Jahren deutlich gestiegen. Der Versicherer, der zahlt dann ja für diese Schäden. Ne? Dann gibt es eine Betriebshaftpflichtversicherung, Planungshaftpflicht, wie auch immer das dann im Einzelfall heißen mag, um 451%. Ich habe die Zahl leider vergessen. Also das eine war Milliarden, das andere war auch Milliarden. Also eine ganze Menge. Es gab fast eine Viereinhalbfachung. Oder eine gute 4,5, fast Verfünffachung, hört sich besser an, fast Verfünffachung der Schadenssummen. Und wir hatten es vorhin auch schon, Bauen wird immer komplizierter. Also das war das, was halt eben als Schlussfolgerung dann in dieser Untersuchung herausgekommen ist. Es ist halt eben komplex. Und Sie müssen bauen von A bis Z und nicht bei Q anfangen, ne? Also ach, Werkplanung brauche ich nicht. Architekten, die sind sowieso irgendwie teuer,
das lasse ich meinen Holzbauer gleich machen. Das ist ja ganz schlau eigentlich, ne? Dann spare ich davon das Geld. Irgendjemand wird mir schon den Bauertrag ausfüllen. Bauleitung. Naja, wenn der Holzbauer die ganze Zeit da ist, dann kann der auch mal gucken, was die anderen machen. Ne? Das ist ja super. Schon wieder Geld gespart. Ach. Ich weiß, ich sage Ihnen auch, wo ich es investiere. Ich finde ja dieses eine Badezimmer so geil. Ja. Aber es ist wichtig, denn ansonsten würde halt eben das hier nicht stattfinden. Feuchtigkeitsschäden sind gemäß dieser Untersuchung auf Platz 2. Also auch wieder ein Hinweis darauf, dass wir da mit einem Thema zu kämpfen haben, dem man eine große Aufmerksamkeit geben sollte. Nun fragen Sie sich natürlich, was hat das alles mit Winterbaustelle zu tun? Ne? Also ich fand das ja eigentlich ganz wichtig, in diesem Vortrag erstmal zu sagen, wo es überhaupt drauf ankommt. Wasser. Wasser ist das größte Problem, was wir auf unseren Baustellen haben. Und dafür muss jeder eine gewisse Sensibilität mitbringen, egal ob in der Planung, in der Ausführung, in der Bauleitung. Und auch der Bauherr am Ende sollte vielleicht auch ein Auge drauf haben, dann entscheidet er sich vielleicht für den Holzrahmenbau und nicht für den Mauerwerksbau. Das hat da ja Vorteile, aber da müssen wir einfach gucken, dass wir mit diesen Feuchtigkeitsmengen umgehen, die irgendwo entstehen, egal ob das jetzt der Holzrahmenbausockel ist oder der Keller oder das Dach. Wasser ist auf jeden Fall im Grunde, also Wasser ist auf jeden Fall unser größter Feind. Da brauchen wir uns keine Illusion hinzugeben. Wenn es das Wasser nicht geben würde, dann wäre das Bauen viel einfacher. Und im Holzrahmenbau brauchen wir eigentlich gar kein Wasser. Das brauchen ja nur die Mauerwerksleute. Den letzten beißen die Hunde. Sehr interessante Veröffentlichung. Die Schreiner. Und da sagen sie sich, was haben die Schreiner denn jetzt bitteschön irgendwie mit Schimmelpilzen zu tun? Naja, vielleicht noch im Trockenbau. Von Schreinerunternehmen wird ja auch gerne mal Trockenbauer oder Fenstereinbauarbeiten übernommen. Aber diese Veröffentlichung trägt den Titel Schimmelpilze hinter Möbeln, eine Praxishilfe zur Vermeidung. Das heißt also, da ist man schon bei einem Zeitpunkt angekommen, da sind sie alle schon gar nicht mehr da. Wenn es gut gelaufen ist, hat der Kunde alle Rechnungen bezahlt. Die Bank freut sich nach wie vor über ihre monatliche Überweisung. Und sie stellen jetzt halt eben die Möbel in die Wohnung. So. Und offensichtlich ist es bei den Schreinern angekommen, die mit dem ganzen Bauprozess ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun haben, wenn es um Möbel geht, dass es in Neubauten ein Feuchtigkeitsproblem gibt. Und deswegen haben die sich damit befasst, obwohl die der ganze Kram vorher überhaupt gar nichts angeht. Und da muss ich ja sagen, naja, warum müssen denn die Schreiner, die Möbel bauen, die könnten auch in irgendeinem anderen Gebäude stehen, warum müssen die sich denn darum kümmern, dass Schimmelpilze durch Neubaufeuchte zu vermeiden ist? Ne? Die empfehlen, Möbel 10 cm die ersten 2 Jahre abzurücken, damit die Wände austrocknen können. Wer macht denn das? Im Gegenteil, die Leute fangen sogar an, irgendwelche Möbel noch in die Ecken zu stellen, weil der Schrank da so schön hinpasst. So eine Mieterin habe ich auch. Naja, gut. Da ist Aufklärungsarbeit zu leisten, aber die muss eigentlich viel früher stattfinden. Das möchte ich eigentlich damit sagen. Wenn der Schreiner schon irgendwie das Problem irgendwie in einer Schrift niederschreibt und seiner oder beziehungsweise die Standesvertretung, der Landesverband Schreinerhandwerk in Baden-Württemberg, seinen Innungsunternehmen oder Mitgliedsunternehmen schon sagt, ihr passt auf und klärt die Leute auf, damit es nicht blöd wird, dann ist das eigentlich schon viel zu spät. Und Sie sind diejenigen, die den Zeitpunkt früher einfangen können, indem Sie rechtzeitig die Hand heben und sagen, hier hätte ich doch gerne mal irgendwie schon mal eine Trocknung. Weil da ist ja von oben schon mal Wasser reingelaufen im Baufortschritt. Kommen wir zu einem Thema, das das Leben prägt. Zumindest meins, vielleicht ja auch Ihres. Feuchte variable Dampfbremsen, Funktion hinlänglich bekannt, mittlerweile ausreichend kommuniziert. Kein Detail, das ich vertiefen möchte, aber man kann sich ja mal die Frage stellen, was machen die denn im Winter? Im Normalen, wenn man da so wohnt irgendwie, ist das sogar eigentlich toll, weil im Winter sind ja die Raumluftfeuchtigkeiten eher niedrig. Aber auf der Winterbaustelle, und da kommen wir jetzt zum Thema, könnte es ein Problem sein. Die Winterbaustelle hat natürlich mit großen Feuchtigkeitsmengen zu tun, auch wenn sie vorher schon mal gesagt haben, da ist das Wasser reingelaufen. Also Mauerwerksbau und Holzbaukonstruktion haben immer mit viel Feuchtigkeit zu tun. Und das, was wir im Winter als Schutzfunktion predigen, ne, trockenes Raumklima ist gleich hoher SD-Wert, könnte natürlich unter Baustellenbedingungen und baubedingt erhöhten relativen Luftfeuchtigkeiten zu einem Problem werden.
Und es gibt darüber auch gerade eine große Diskussion im Markt. Das hat nichts, weil natürlich jetzt ganz viele verschiedene Bahnen angeboten werden und die Kommunikation der einzelnen Unternehmen da ja sehr unterschiedlich ist. Manche weisen gar nicht darauf hin, andere machen es zum Hauptthema. Aber keiner sagt ihnen wirklich, was denn überhaupt in der Konsequenz passiert. Und das möchte ich jetzt ganz gerne tun. Es geht nämlich darum, mal einfach zu lesen, was in der Normung steht. Und da ist die DIN 68800 Teil 2 eine gute Vorlage. Ich finde das ja gut, auch mal einen Blick in Normen zu werfen. Da stehen viele interessante Dinge drin, also den ganzen Bauprozess in der Planung und so weiter, und es soll nicht nass werden. Das steht zum Beispiel in der 68800 Teil 2, weil die kümmert sich um den konstruktiven Holzschutz. Und die sagt nämlich, eine feuchte variable Dampfbremse muss mindestens einen SD-Wert von 1,5 Metern aufweisen. Wir haben das mal den Hydro-Safe-Wert genannt. Das können Sie jetzt so ein bisschen als Marketinggeplänkel abtun, aber es ist weniger sperrig als das, was wir schon jahrelang predigen, nämlich 70-1,5. Das heißt, bei 70% relativer Luftfeuchtigkeit, also baubedingt erhöhte Feuchtigkeit gehört schon da in diesen Bereich rein, muss eine feuchte variable Dampfbremse mindestens einen SD-Wert von 1,5 Metern aufweisen, damit halt eben baubedingt erhöhte Feuchtigkeiten nicht in die Konstruktion eindringen können. Das haben wir hier auch nochmal in dieser Grafik abgebildet. Hydro-Safe-Wert mindestens 1,5 Meter. Die Intello liegt etwas darüber, mit 2,20 Meter ungefähr. Genügend Sicherheitsabstand zu dem Mindestwert, das finde ich ja auch immer gut. Das ist wie ausreichend Sicherheitsabstand halten, wenn ich im Auto sitze und bremse, möchte ich ja auch nicht gerade so vor der Stoßstange warten und noch das Blatt oder anhalten und das Blatt Papier was noch dazwischen, sondern wenn, dann halte ich halt mit ausreichendem Abstand an. Kommt halt auch immer auf den Fahrstil drauf an. Das andere Interessante ist, da gibt es auch eine Deckelung nach oben. Da könnte man ja sagen, wenn die Bahn bei 70% 50 Meter SD-Wert hat, das ist doch super. Aber diese Deckelung nach oben hat man eingeführt, weil man festgestellt hat, wenn man in diesem Bereich dichter wird, wir konzentrieren uns ja gerade sehr stark auf diese Bauphase, baubedingt erhöhte Feuchtigkeit, wenn die Zahl hier oben größer wird, dann habe ich ein Problem im gesamten Lebenszyklus. Weil dann ist nämlich auch die Austrocknung meiner Konstruktion geringer. Also wenn ich bei 70% 50 Meter habe, dann kann ich nicht in diesem fließenden Übergang bis auf die größtmögliche Diffusionsoffenheit einen sehr geringen SD-Wert einnehmen. Und das reduziert die Austrocknung meiner Konstruktion. Und das ist, deswegen ist das auch wichtig. Also wir könnten sicherlich eine Intelle auch da oben hinschieben. Das ist ein Entwicklungsprozess. Aber in der Konsequenz werden wir dann hier natürlich auch deutlich dichter. Oder vielleicht schaffen wir es auch noch, die gleiche Diffusionsoffenheit herzustellen. Aber in der Konsequenz ist die Austrocknung des Bauteils dadurch geringer. Und das hat man in der 68800 Teil 2 formuliert. Und daran halten wir uns auch, um halt eben sowohl sichere Bauteile während der Bauphase zu ermöglichen, als auch sichere Bauteile im Gebrauchszustand, also im Lebenszyklus des Gebäudes, wenn die Menschen die Baukonstruktion nutzen, die Gebäude bewohnen, bereitzustellen. Jetzt hat der Förster ja ganz viel irgendwie theoretisch fabuliert. Und ich finde ja immer gut, wenn man das auch mit irgendwelchen Werten belegen kann. Was passiert denn überhaupt mit einem Bauteil? Und da kann man schön schon seit einigen Jahren hygrothermische Simulationen durchführen und kann einfach mal gucken, wir kreieren mal so einen Fall baubedingt erhöhte Feuchtigkeit und gucken, was denn mit der Austrocknung passiert. Ein bekiestes Flachdach wollen wir uns anschauen, sprich 5 cm Kies auf einer Abdichtungsbahn, auf einer Holzwerkstoffplatte und dazwischen ein Dämmstoff. Luftdichtheit wurde auch so angenommen, dass wir ein geprüftes Bauteil haben. Der Q50-Wert entspricht im Wohnhausbau ungefähr einem N50-Wert von 3 Luftwechseln pro Stunde. Also diese 3 Kubikmeter pro Quadratmeter mal Stunde ist der flächenbezogene Luftwechsel. Und das entspricht ungefähr einem N50-Wert von 3, also eine ungeprüfte, also eine geprüfte Konstruktion, die halt eben die Mindestanforderung gerade so einhält. Machen wir für den Ort Holzkirchen, hätte man auch für Pferden machen können. Holzkirchen ist halt eben prominent, weil es der Standort des Fraunhofer-Institutes ist. Die Geschichte ist die, dass der Bauherr seinen Estrichleger nötigt, weil der Baufortschritt ja schnell vorangehen muss, den Estrich noch kurz vor Weihnachten einzubauen.
Mensch, ich will doch eigentlich schon Anfang März einziehen. Und wenn der Estrich erst in der zweiten oder dritten Januarwoche eingebaut wird, dann schaffe ich das nicht. Und dann muss ich bei meiner Bank erhöhte Verzugszinsen bezahlen, weil ich das Geld nicht abgenommen habe. Ich habe relativ spät angefangen zu bauen. So, der bringt also seinen Estrich ein, das Bild haben wir vorhin schon gesehen, der Ablauf ist ihm bekannt. Und wir haben mal einfach angenommen, dass dieses Estrichlegen eine relative Luftfeuchtigkeit im Gebäude von 90% im Mittel produziert. Das ist schon ein bisschen schärfer, als es eigentlich ist. Ich weiß nicht, wer von Ihnen hat eventuell schon mal relative Luftfeuchtigkeiten nach dem Estrichlegen gemessen in einem Gebäude? Noch keiner wahrscheinlich. Ne? Ja? Vielleicht haben Sie schon mal, was kriegen Sie für Zahlenwerte raus? Die 90% sind eher... Ja, ja, das ist schon klar. Aber die Fenster sind ja auch relativ kalt. Aber das ist dann der Nachtwert. Und der Tagwert liegt meistens darunter. Weil wenn die Sonne scheint und sich die Luft erwärmt, dann sinkt die relative Luftfeuchtigkeit. Also ich würde sagen, dass die 90% schon die oberste Grenze formulieren. Temperatur 20 Grad könnte man sich drüber streiten. Manchmal geht es ja auch mit Estrich hochheizen und so weiter noch einher. Dann wird es ja auch ein bisschen wärmer. Aber nehmen wir mal an, es sind 90% im Mittel und 20 Grad Temperatur im Raum. Und jetzt hatte eigentlich der Estrichleger gesagt, naja, dann baue ich dir den Estrich ein, aber dann muss gleich hier am 2. Januar es weitergehen. 20. Dezember wird eingebaut irgendwie, dann kommen so Weihnachtsfeiertage und sowas, da passiert sowieso nichts. Die ersten paar Tage muss der Estrich ruhen. Die zweite Woche, naja, machen wir mal noch, aber ihr müsst unbedingt am 2. Januar kommen und richtig durchlüften, beziehungsweise eben halt dann entsprechende Anlagentechnik installieren, um zu lüften, um zu entfeuchten. Wie das der Zufall so will, ne, irgendwie hat der Unternehmer, der das eigentlich machen sollte, dann so ein bisschen personelle Probleme gehabt. Da hat sich jemand irgendwie im Skiurlaub das Bein gebrochen und so weiter und so fort. Immer was dann so passiert, da könnte man sich noch ein paar andere Geschichten ausdenken. Es hat zu Verzögerungen gekommen. Und nach der ersten Woche kam es noch zu einer weiteren Woche Verzögerung. Das heißt also, dieses Bauvorhaben war fast 4 Wochen unter 90% und 20 Grad Celsius. Schon ganz schön anspruchsvoll, ne? Da kommen USB-Platten schon ganz schön in Bewegung und man stellt sich am Ende die Frage, ob die Holzfenster noch aufgehen. Techniker finden das so super toll, wenn die irgendwelche Computerprogramme füttern können, die nachher solche Grafiken ausschmeißen. Und noch viel geiler ist das, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man die noch bunt gestalten kann. Dann sind die ganz glücklich, weil dann denken sie nämlich, dass sie was Kreatives gemacht haben. Was ich jetzt hier gezeigt habe, ist der Feuchtigkeitsverlauf in der Konstruktion. Jetzt muss ich mich beeilen, ne? Ich erzähle zu viel, verdammt. Vom 20.12. bis zum 16.01. Und Sie stellen fest, Intello, SD-Wert 2 Meter, 5 Meter und 10 Meter. Alle bewegen sich nach oben. Denn der maßgebliche Feuchtigkeitseintrag entsteht durch die sogenannten unvermeidbaren Restleckagen. Also die Konvektion, die wir am Anfang mit eingerechnet haben. Die ist ein durchaus maßgeblicher eine maßgebliche Quelle für den Feuchtigkeitseintrag in Konstruktion. Es gibt hier natürlich einen Unterschied. Die feuchte Variable Dampfbremse reduziert ihren SD-Wert. Und klar, wenn ich eine konstante Dampfbremse mit einem SD-Wert von 10 Metern einbaue, dann ist die feuchte Variable Dampfbremse, weist die dort bei 90% auf Dauer einen geringeren SD-Wert auf. Aber es ist gar nicht so richtig schlimm. Wir liegen hier so ein bisschen knapp unterhalb von 22%. Da habe ich jetzt gerade erstmal keine Angst. Was passiert danach? Ne, am 16. kommen die Leute, machen Fenster auf und bauen Trocknungsgeräte ein und sowas. Dann geht das alles relativ schnell. Die Feuchtigkeit ist reduziert. Und das ist eigentlich eher das Interessante. Das ist der kleine Bereich, den wir eben gerade angeguckt haben, dieser rote Strich. Ne, die Konstruktion hier mit den verschiedenen konstanten Dampfbremsen, dort nimmt der Feuchtigkeitsgehalt zu. Obwohl wir jetzt ein Klima erzeugen, das einem Wohnklima ähnelt. Es ist ja auch nur ein Ideenspiel. Aber hier mit der Feuchtevariablen Intello stellen wir fest, die Feuchtigkeit wird weniger. Meine Schalung trocknet aus. Das hatte ich nicht gesagt. Das ist der Feuchtigkeitsgehalt in der Schalung, den wir betrachten. Während bei den anderen Bauteilen der Feuchtigkeitsgehalt nach wie vor zunimmt. Na, das ist ja super. Zuerst vermitteln sie den Eindruck, sie könnten sicherer sein. Ne? Wir bleiben ja hier unter 20%, das ist die magische Grenze. Und dann steigt die Feuchtigkeit weiter an. Und die Intello kann die Feuchtigkeiten abgeben. Der nächste Schritt wäre jetzt hier an dieser Stelle zu sagen, na, die 22%, und da sind wir knapp unter 22 gewesen und durch den Winter, wir sind ja noch im Winter nach dem 16.01.,
steigt die Feuchtigkeit noch ein bisschen an, auf etwas über 22%. Ist das jetzt ein Problem? Wer hat Angst vor 22% Holzfeuchtigkeit? Keiner. Alle? Darf ich das als Zustimmung vor Angst vor... Angst vor 22%? Da sind wir jetzt ja wieder bei normalem Wohnklima angelangt. Ne? Das Modell sagt ja zuerst ganz lange 90%. Bitte? Ah ja, okay, gut. Aber der hat ja auch einen Einfluss auf den Feuchtigkeitsgehalt der äußeren Schalung. So. Jetzt gibt es das sogenannte Holzzerstörungsmodell nach Witan, was in ein WTA-Merkblatt, das ist der Wissenschaftlich-Technische Ausschuss für Denkmalpflege und Gebäudeerhaltung, e.V., der hat nämlich ein Merkblatt rausgegeben, wie man WUFI-Berechnungen auswertet. Und die haben ein Holzzerstörungsmodell nach Witanen übernommen und haben das eben halt als Auswertungsmöglichkeit geboten, um halt eben diese 20%-Grenze aufzuheben. Weil normalerweise denken wir immer 20% Holzfeuchtigkeit und alles, was da drüber ist, ist doof. So, und die haben also hier eine Abhängigkeit erzeugt der Temperatur von der relativen Porenfeuchtigkeit. Das ist eigentlich die relative Luftfeuchtigkeit, allerdings auch im Material. Oder die Feuchtigkeit, die im Material ist. Und festgestellt, bei 90 Grad, 0 Grad und 95% relativer Luftfeuchtigkeit findet ein Holzabbau statt, wenn mehr als 95% Feuchtigkeit herrschen. Darunter nicht. Und wenn die Temperatur 30 Grad ist, dann brauche ich nur 86% relative Porenfeuchtigkeit zu überschreiten. Dann kann ein Holzabbau stattfinden, beziehungsweise wenn ich drunter bleibe, dann findet keiner statt. Und das ist eine Kurve oder ein Graph, der schon mit Sicherheiten versehen ist. Und das kann man auch auswerten. Das ist nämlich der nächste Zappelgraph, den ich zeige. Sie erinnern sich, oberhalb der roten Linie Holzabbau findet statt, unterhalb der roten Linie Holzabbau findet nicht statt. Und man hat halt eben die relative Luftfeuchtigkeit im Bauteil in dem ersten Zentimeter der Holzschalung in Bezug auf die Temperatur an der Stelle aufgetragen und festgestellt, wir überschreiten diese Linie gar nicht. Obwohl wir knapp über 22% Holzfeuchtigkeit haben während der Bauphase, durch diese baubedingt erhöhten Feuchtigkeiten, bleiben wir immer darunter. Hier gibt es einen Zeitraum, das ist das erste Jahr, dieses hellgrüne, da ist es mal irgendwie etwas davor, aber ansonsten sehen wir, im Laufe der Zeit nimmt das Risiko ab. Ich werde es nicht schaffen, ich sage es gleich. Ich habe nämlich nur noch 5 Minuten. Also das ist auch kein Risiko, obwohl wir 22% relative Luftfeuchtigkeit durch diese baubedingt erhöhten Feuchtigkeiten haben. Dieses Bauteil ist nach wie vor safe. Dann wachsen holzzerstörende Pilze, was auch immer die machen. Pilze, die das Holz aufessen. Also insofern wäre auch trotz dieser leicht erhöhten Feuchtigkeit, Materialfeuchtigkeit durch die Winterbaustelle, durch diese ganz lange Periode an erhöhter relativer Luftfeuchtigkeit, durch das Estrichlegen und das nicht vorhandene Lüften, das Bauteil immer noch sicher. Das ist keine Anleitung dazu, jetzt wochenlang die Fenster zuzulassen. Ich bin ja immer der Ansicht, man sollte die Feuchtigkeit frühestmöglich, also nach Möglichkeit gar nicht erst reinlassen und wenn, dann eben halt frühestmöglich wieder rausbefördern. Weil ich brauche das im Baufortschritt. Ne? Dann sind ja die Böden sind nicht belegbar. Belegereif. Ich kann mit anderen Arbeiten nicht weiter vorgehen, bevor die Holzfeuchtigkeiten abgetrocknet sind, wenn ich mit meinem Holzfeuchtigkeitsgerät messe. Aber die Konstruktion ist mit einer Entello, die einen Hydrosafe-Wert von 2,20 Meter aufweist, ausreichend sicher, auch wenn es zu baubedingt erhöhten relativen Luftfeuchtigkeiten kommen sollte. Auf was sollte man noch achten? Jetzt kommt der zweite Teil, der eigentlich auch 20 Minuten dauert. Ich mache ihn in 7. Weil Sie schon viele Dinge kennen. Da gehe ich nicht so sehr ins Detail. Ich fand das erste einfach nur sehr wichtig. Weil viele Menschen sagen, ja, oh, feuchte variable Dampfbremse, da muss ich ja im Winter aufpassen und idealerweise muss ich ja innen noch eine weitere Folie, am besten eine PE-Folie vorhängen, die kann ich ja später zurücknehmen. Da muss ich sagen, haha, es ist eine Bauablauffrage, nicht eine Bauplanungsfrage. Ich muss also nicht temporär noch eine Folie vorhängen, damit meine Konstruktion vor baubedingter Befeuchtung geschützt ist, sondern ich muss sehen, dass ich den Bauablauf in diesen 2-3 Wochen im Auge habe und zum frühestmöglichen Zeitpunkt entweder Fensterlüftung einsetze, dauerhaft und stetig, oder eben halt Trocknungseinrichtungen vorsehe, die halt eben entweder regelmäßig entleert werden müssen oder idealerweise in die Kanalisation entwässern.
Auf was man noch achten sollte, und da ist auch die DIN 68, na, das komme ich gleich, die DIN 4108 Teil 3 sagt, 100 Meter innen, alles super. Sie wissen vermutlich, ansonsten sage ich Ihnen es, 100 Meter innen dürfen Sie nicht mehr, wenn Sie außen auch dicht sind, also im Flachdachbereich, unbelüftet. Vollgedämmte Konstruktion im Flachdachbereich mit SD-Wert 100 Meter innen und einer Flachdachabdichtung außen entsprechen nicht mehr den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Sie dürfen das nicht mehr, auch wenn Sie denken, dass Sie es dürften. Es gibt eine Ausnahme, das sind diese 10 Quadratmeter Balkons. In der DIN 68800 Teil 2 steht es drin. Die Fertighausbauer sagen, sie haben da keine Schäden. Kann ja gut sein, ist ein vorgefertigtes Bauteil. Ne? Da ist die Qualität natürlich auch sehr hoch. Ansonsten dürfen Sie das nicht mehr, weil wenn Sie halt eben Feuchtigkeitseinträge, wie zum Beispiel über diese Kappleiste hier haben, die wo offensichtlich etwas undicht war, dann haben Sie halt eben keine Möglichkeit, dass Feuchtigkeit austrocknet. Die DIN 68800 Teil 2 gibt ansonsten auch noch wertvolle Hinweise in einer Konstruktion im Anhang. Diese gilt als nachweisfrei, ist aber schon wieder so ein bisschen überholt, das sage ich Ihnen gleich. Ich sage Ihnen auch noch warum. Es geht hier nämlich um ein vollgedämmtes, unbelüftetes Flachdach. Aber diese Konstruktion enthält halt eben ein paar Hinweise für die Planung und Ausführung. Und die möchte ich kurz aufzählen. 7 Regeln hat man formuliert. Ganz kurz durchgegangen. Idealerweise hat ein Dach eine dunkle Bahn, damit halt eben die Erwärmung der Sonne von außen die Bauteiltemperatur möglichst hoch hält. Dann soll das Bauteil unverschattet sein. Eine Verschattung und eine graue Bahn erfordern einen rechnerischen Nachweis. Und da kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Kann ich dauerhaft die Verschattungsfreiheit gewährleisten? Kommt da nicht irgendwann ein Baum? Unverschattet, kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Ich schreibe es mal auf. Ich habe nämlich was vorbereitet. Das muss ich mir jetzt doch noch gönnen. Also, Flachdächer sicher ausführen. Schwarze Bahn. So. Das ist immer gut. Wenn man das kann, ist das kein Problem. Wenn man es nicht kann, muss man eben halt das in Kauf nehmen, dass die Austrocknung, die Bauteilerwärmung reduziert ist. Unverschattet muss es sein. Da ist schon wieder so ein kleines Fragezeichen dahinter, denn wir wissen ja nicht, was halt irgendwie jetzt drumherum passiert, ob irgendwelche erhöhten Gebäude gebaut werden. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Darauf habe ich nämlich keinen Einfluss. Darauf nehmen andere Einfluss. Ich darf keine Terrassenbelege aufbringen, um eine sichere Konstruktion zu haben. Ist ja auch komisch, keine Bekiesung und sowas. Ist ja auch eher individuell, deswegen lasse ich das auch hier bei einem sicheren Bauteil einfach mal weg als Handlungsempfehlung. Eine feuchte Variable Dampfbremse muss eingesetzt werden. Feuchte adaptive Dampfbremsbahn heißt das. FADAP haben die Österreicher mal irgendwann geprägt. Feuchte variable Dampfbremse war mir jetzt zu lang zum Schreiben. Muss einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis haben, eine Zulassung. Und jetzt sagen Sie, was bringt mir das denn überhaupt? Die Zulassung ist doch eigentlich total, habe ich doch schon gehört, dass man gar keine Zulassung mehr braucht. Da gab es doch ein europäisches Urteil. Zulassungen sind doch gar nicht mehr für europäisch geregelte Bauprodukte zulässig. Und da sage ich Ihnen, ja, Dampfbremsen sind im Allgemeinen über die Zulassung, über die CE-Kennzeichnung geregelt. Sie haben auf jedem Produkt auch das CE-Kennzeichen. Das Einzige, was nicht geregelt ist, die feuchte Variabilität. Die europäische Normung kennt keine feuchte Variabilität. Und dieser Punkt wird von der Zulassung aufgefangen. Der ist auch wichtig und deswegen ist auch diese Zulassung immer noch richtig, laut dem Deutschen Institut für Bautechnik. Eine feuchte variable Dampfbremse ohne Zulassung ist keine feuchte variable Dampfbremse. Auch wenn andere Ihnen das weismachen wollen. Das ist im Prinzip eigentlich nur eine Dampfbremsbahn mit einem konstanten Diffusionswiderstand. Weil baurechtlich gesehen müssen alle materialischen Eigenschaften eindeutig geregelt sein. Und die europäische Normung kennt, wie gesagt, keine feuchte Adaptivität oder feuchte Variabilität. Insofern gibt es die auch in dem Produkt nicht, wenn es nicht eine Zulassung hat. Was das bringt ist, erstens, die Alterungsbeständigkeit der Dauerhaftigkeit ist geprüft. Das Deutsche Institut für Bautechnik sagt, wenn man eine Zulassung erwirkt hat für ein Produkt, für die DB Plus, für die Intello und für die Intello Plus haben wir die Zulassung, dann ist eine Mindesthaltbarkeit oder eine Dauerhaftigkeit von mindestens 50 Jahren abgebildet. Die Funktion ist also über 50 Jahren Zeitraum gewährleistet. Das andere ist, dass wir unabhängig geprüft werden.
Es werden also regelmäßig Materialproben aus der Produktion entnommen und durch ein unabhängiges Prüfinstitut wird die Materialeigenschaft überprüft, damit sich nicht plötzlich irgendwas am Produkt verändert. Das ist auch ein Unterschied zur CE-Kennzeichnung, da macht das nämlich der Hersteller selbst. Wir werden hier unabhängig geprüft. Regelmäßig, zweimal im Jahr, fährt jemand zu unseren Produktionsstätten und nimmt dort ein Muster. Das prüft man eben halt auf Diffusionsfähigkeit, feuchte Variabilität und so weiter. Und wir müssen auch dann immer wieder mal einen Alterungstest durchführen. Also sprich, die Alterungsbeständigkeit des Produktes auch regelmäßig nachweisen. Das erhöht die Produktqualität. Damit werden Konstruktionen möglich, die eben über den Lebenszyklus auch funktionieren. Denn ich habe ja die Bestätigung des Deutschen Instituts für Bautechnik, dass eben eine feuchte variable Dampfbremse, die eine Zulassung hat, über eine dauerhafte Funktion der feuchte Variabilität verfügt. Das kann kein anderer. Es gibt interessanterweise nur 3 Produkte im Markt, die eine Zulassung haben, und das sind die DB Plus, die Intello und die Intello Plus. Andere gibt es nicht. Ich weiß nicht, warum nicht. Keine Ahnung. Aber eigentlich müssten alle anderen feuchte variable Dampfbremsen auch eine Zulassung haben, um als feuchte variable Dampfbremse zu gelten. Das mit dem Gefälle ist auch so eine Sache. Gefälle ist immer wichtig. Gefälle, ein mir bekannter Sachverständiger für Flachdächer und thermische Bauphysik hat gesagt, 0 Grad Dächer sollte man gesetzlich verbieten lassen. Und Sie wissen warum. Wenn da Wasser draufsteht, dann geht das Wasser über irgendwelche geringsten Undichtheiten in der Abdichtungsbahn in die Konstruktion. Also Gefälle finde ich auch wichtig als ein sicheres Flachdach. 2 Grad, 3% sind dort hier Mindestwert. Blower-Door-Test, Luftdichtheit überprüfen. Machen sicherlich schon einige von Ihnen, vielleicht nicht alle. Ist unbedingt zu empfehlen, denn nur eine dokumentierte Überprüfung ist halt eben dann der Garant für ein schadensfreies Bauteil. Holzfeuchtigkeit messen. Wer von Ihnen misst die Holzfeuchtigkeit, bevor er die Wärmedämmung einbaut? Alle? Keiner. Doch, Holzfeuchtigkeit messen. Das ist ganz schnell gemacht. Holzfeuchtigkeitsmessgerät rausholen, Fotoschießen, 3 Stellen, ungefähr belegen, wo das gewesen ist, und dann haben Sie es dokumentiert. Und wenn es dann doch mal irgendwie Feuchtigkeit irgendwo herkommt, dann können Sie sagen, ja, aber ich habe ja die Feuchtigkeit gemessen, das kann es nicht gewesen sein. Auch ein wichtiger Punkt. Die DIN 68800 sagt hier, dass die Materialien weniger als 15% Feuchtigkeit enthalten sollen. Das ist schon so ein K.O.-Kriterium. Wer kriegt denn Bauholz oder wer kriegt Konstruktionsvorholz, was so trocken ist? Gibt es ja eigentlich gar nicht. Aber das ist ein wichtiger Hinweis, etwas zu tun. Auch wenn ich natürlich jetzt diese Konstruktion nach 68800 nicht schaffe. Aber das ist ja ein nachweisfreies Bauteil, dann rechnen wir halt einfach. Keine Hohlräume, auch wichtig. Keine unbelüfteten Hohlräume, da passieren immer ganz komische Sachen. Wenn, dann dämme ich halt voll aus und nicht so wie hier abgebildet, Wärmedämmung reingeschoben, aber nicht ganz bis unter die Schalung war es hier, dann kann es hier zu Feuchtigkeitsbewegung kommen im Bauteil, wenn unvorhergesehene Feuchtigkeitsmengen eindringen. Ja, die 7 Regeln sollen eigentlich zu einem nachweisfreien Bauteil entsprechend der Normung führen, aber ich sage Ihnen, das ist schon wieder in Diskussion. Das ist deswegen in Diskussion, weil einige der Punkte überhaupt gar nicht einzuhalten sind. Das ist auch deswegen in Diskussion, weil man festgestellt hat, dass die einfache Abdichtung außen eine Unsicherheit darstellt. Man geht jetzt dazu über, Konstruktionen zu planen im Flachdachbereich, die eine doppelte Abdichtung haben. Also sprich, Volldämmung zwischen den Traghölzern, Holzwerkstoffplatte oder Schalung, erste Abdichtungsebene, hochgezogen, jetzt dann eventuell noch hochgezogen, wie halt eben die Abdichtungsnorm das vorschreiben, oder man kann auch eine zusätzliche Aufdachdämmung noch darauf anwenden, was nochmal die Konstruktion verbessert, denn der eigentliche Holzbauteil kommt in den wärmeren Bereich, ist dadurch weniger gefährdet, und dann 2. Abdichtungsebene.
Das ist also ein Punkt, an dem man momentan ist. Wenn Sie eine Flachdachkonstruktion bauen, dann sollten Sie nicht einschalig bauen, das lässt sich rechnerisch nachweisen, das ist gar kein Problem, sondern Sie sollten noch eine zusätzliche Dämmschicht vorsehen, die möglicherweise auch Ihr Gefälle definiert. Und diese Dämmschicht muss durch eine Abdichtungsebene vom Rest der Tragkonstruktion getrennt sein. Die Punkte haben wir aufgeschrieben, schwarze Bahn, feuchte variable Dampfbremse, Flachdach mit Gefälle, Luftdichtheit überprüfen, feuchte Messung der enthaltenen Holzwerkstoffe und Hölzer, keine Hohlräume im Bauteil und ich ergänze noch, das steht nämlich nicht in der DIN 68800, ein Luftdichtheitskonzept erstellen. Das wird auch noch Thema jetzt im Laufe der Fachtage. Da werden Sie noch weitere Informationen zu bekommen. Die doppelte Abdichtung einplanen, sprich vollgedämmte Konstruktion, erste Abdichtungsebene, dann auch gerne noch eine Zusatzdämmung oberhalb des Tragwerkes und die zweite Abdichtungsebene einführen. Das sorgt für mehr Sicherheit vom Feuchtigkeitseintrag von außen. Und das Letzte ist, daran denken viele auch nicht, lassen Sie das Dach regelmäßig warten oder bieten Sie Ihrem Kunden einen Wartungsvertrag an. Wenn jetzt zum Beispiel der Gully zuwächst, weil da oben irgendwelche Biotope sich entwickeln, dann kann auch kein Wasser abfließen. Man kann auch beim Begehen der Flachdachkonstruktion feststellen, oh, hier ist irgendwas komisch. Das ist offensichtlich vielleicht, könnte da ja Wasser drin sein, ist ein bisschen weich. Da ist die doppelte Abdichtung auch hilfreich. Dann kann ich nämlich nachgucken und gegebenenfalls sanieren, bevor mein eigentliches Tragwerk geschädigt wird. Das sind die Punkte, die ich Ihnen noch mit auf den Weg geben wollte. Und dann sage ich einfach, so gehen Flachdächer. Und wenn ich jetzt Fragezeichen, die ich auch öfter gezeigt habe, in Ihren Köpfen erzeugt haben sollte, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, hier die Zettel auszufüllen oder mich während der Pause anzusprechen. Weil wir sind ja schon ein bisschen, habe ich ja schon wieder 10 Minuten geklaut. Ja, wo früher angefangen, deswegen hätten wir jetzt schon noch Zeit für Ernsthaft? Fragen an Michael Förster. Cool. aber vielleicht, also das Gute ist, Sie sind alle noch wach, Michael. Das heißt, es gab ja noch keinen Mittag. Ich habe noch nicht so viel versprochen. Es war kurzweilig, oder? Würden Sie sagen, es war kurzweilig? Schau, ja, das schön. Ist doch schon mal ein Kompliment für jemand, der Bauphysik erklären muss. Also wenn Sie jetzt aber trotzdem spontan keine Fragen haben, müssen Sie natürlich jetzt nicht fragen, sondern einfach das mal ein bisschen, wie nennt man das? Sagt man hier sacken lassen? Sagt man das? Ist ja so. Dann, ah, das ist eine Frage. Dann Sie einen Moment. Noch unspontan Fragen ja, genau. Wir haben zwei Fragen. Einmal der Herr dort und dann geben wir das Mikro weiter. Ich habe jetzt nur eine Frage. Wir haben ja eben gerade gesehen die Balkenlage und wo obendrauf dann die Bretter drauf waren. Wir haben es auch öfters, dass da Träger zwischen sind. Stahlträger. Die muss ich ja irgendwie berücksichtigen und auch anders einfassen. Ich weiß jetzt nicht genau, wo Ihre Stahlträger langlaufen. Denken Sie an die Wärmebrückenproblematik, die sich da ergeben könnte? Ja, die Stahlträger laufen teilweise, manches Mal, nicht immer, gleichzeitig mit der Balkenlage. Einer, wenn ich was Größeres überspannen muss. Genau, oder sind U-Profile an die Traghölzer an? Und wie fasse ich die dann ein? Wenn die nicht oben oder unten rausgucken, ist das gar kein Problem. Dann sind die einfach mitten im Bauteil. Die werden halt eben auch hohlraumfüllend ausgedämmt. Da müssen Sie dann halt eben ein bisschen mehr Aufwand treiben, um halt das dem Profil anzupassen. Aber ansonsten tun die mir erstmal eigentlich nichts. Also der Stahl nimmt keinen Schaden, wenn er irgendwie in eine Konstruktion eingebaut wird. Können Sie auch von innen luftdichten und von außen abdichten. Also kann ich dann oben auf der Balken die Bretter dann oben drüber weglaufen lassen? Ja, genau. Ja. Sie müssen halt nur sehen, dass Sie dann die Hohlräume, die dann möglicherweise entstehen, auch ausdämmen. Und das ist halt manchmal ein bisschen kritisch. Schon mal vorher vielleicht, wenn es ein Doppel-T-Träger sein sollte, der direkt neben einem Balken liegt, schon mal vorher Wärmedämmung einbauen. Weil sonst haben Sie ja einen unbelüfteten Hohlraum. Ja. Danke. Bitte schön. Herr Schrader hätte hier auch noch eine Frage. Ja. Gibt es Erfahrungswerte bezüglich der Dicke, die man da auftragen sollte, weil sie ja an für sich wärmetechnisch jetzt nicht so relevant ist, wenn ich zwischen den Sparren schon gedämmt habe? Also es kann durchaus sein, dass Sie eben den U-Wert, den Sie erreichen wollen, schon mit der Wärmedämmung erreicht haben, die Sie im Tragwerk angeordnet haben. Ich darf das also mit einbeziehen? Ja, also ja, diesen natürlich. Zusätzlichen Aufbau ja, also in klar. Den gesamten U-Wert. Sie können, also ich bin ja,
Ich kann damit also quasi spielen, sofern die Statik schon mal stimmt. Also im Regelfall ist ja so, dass die Statik eben halt die Dämmhöhe vorgibt. Mhm. Ne? Also ne, da kommen wir wieder an Ihre Frage eigentlich. Wenn die Spannweiten groß werden, werden die Trägerhöhen auch größer. Und dann habe ich natürlich die Mindestanforderungen der Energieeinsparverordnung schon lange erfüllt. Ich bin ja ohnehin ein Fan, nicht nur Mindesterfüllung zu praktizieren. Ne? Also ich kann auch mit 18 cm irgendwas die Energieeinsparverordnung erfüllen, aber man sollte auch durchaus mal über eine 3 vorne nachdenken. Da sollte man sich nicht zu schade sein. Die Passivhausbauer haben sich schon lange daran gewöhnt. Bei den anderen ist es manchmal auch natürlich eine Preisfrage. Und Sie haben dann hier die Möglichkeit, wenn Sie jetzt sagen, nee, in meinem Tragwerk ist ausreichend Wärmedämmung, ne, KVH 24 cm ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ja, weil ich es auch ausfüllen soll, haben Sie ja gesagt. Genau, Sie müssen ausfüllen, keine Hohlräume, die unbelüftet sind. Wenn dann Hohlräume da sind, müssen Sie die funktionsfähig belüften und da könnte man nochmal einen Vortrag drüber halten, weil das hat ja auch seine Beanspruchungen. Und dann sagt man im Regelfall, okay, eine Abdichtung auf der Außenseite lässt sich hygrothermisch nachweisen, wenn es eine schwarze Bahn ist, geht super. Das andere ist, idealerweise kann man natürlich auch das Gefälle mit der Zusatzdämmung ausbilden. Da nimmt man eben Materialien, die feuchtigkeitsunempfindlich sind. Eine gute Alternative zu dem, was wir alle nicht wollen, ist eine Steinwolle. Holzfaserdämmstoffe soll man da im Regelfall nicht einsetzen. Das ist eher dann so eine Verbrauchsschicht, denn wenn da Wasser reinläuft, dann ist es auf jeden Fall kaputt. Es wird aber auch davon gesprochen, dass man die doppelte Abdichtung übereinander legen kann. Finde ich nicht so gut, weil man hat keine Möglichkeit herauszufinden, ob Wasser eingedrungen ist. Vielleicht quatscht es oder sowas. Keine Ahnung. Da muss ich jetzt an Menschen verweisen, die sich dann eher mit der Schadensauswertung beschäftigen. Aber was ich weiß, ist, dass man auch bei einer Steinwollaufdachdämmung oder auch von mir aus einer Schaumdämmung wie Polystyrol merkt, wenn da Wasser drin ist. Also das Materialverhalten ist ein ganz anderes. Und wenn Sie oft genug auf Flachdächern rumlaufen, dann wissen Sie, wie das sich anfühlen muss. Und deswegen der Wartungsvertrag. Ne, Gullis reinigen, irgendwelche Bäume entfernen, die im Kies wachsen, vielleicht auch mal irgendwie danach gucken, ob alle Anschlüsse noch korrekt sind, mal ablaufen und so weiter. Und dann kann man nämlich auch eine Flachdachkonstruktion schadensfrei ausführen. Vielen Dank, und meine, Michael. Nee, meine Fragen haben Sie immer nicht beantwortet. Also, ich noch nicht, haben mich drum gedrückt. Ja, wenn ich das also jetzt erfüllt habe, bis zur oberen Dämmschicht, also bis zur herkömmlichen, da sind wir jetzt, da kommt man, genau, darüber kommt ja noch mal eine doppelte Abdichtung, genau. Also eine zusätzliche Dämmschicht. Ja. Und ja, was würden Sie quasi empfehlen, 6 cm oder? Ach so. Also wenn ich es jetzt wirklich nicht brauche. Das, ansonsten. Wenn Sie es nicht brauchen, dann machen Sie halt das, was Sie, dann machen Sie die Mindestüberdämmung. Okay. Sie müssen also nicht, wenn Sie es nicht brauchen, entsprechend einem hygrothermischen Nachweis, ich weiß nicht, ab welchen Materialstärken es die einzelnen Dämmstoffe gibt, ich nehme mal 40 mm wird ein Minimum sein, aber da kennen Sie sich besser aus. Gut, das Gefälle dann eben noch. Ja. Wenn Sie ein Gefälle haben, wird es dann natürlich noch eine andere Liga. Aber es gibt auch Situationen, wenn es verschattet ist zum Beispiel, oder wenn Sie eine Begrünung haben, da müssen Sie noch eine Zusatzdämmung aufbringen. Oder wenn Sie einen Terrassenbelag haben, kommen Sie auch schnell an den Punkt, wo Sie Zusatzdämmung anwenden müssen. Deswegen stellt sich die Frage dann gar nicht mehr. Nochmal eine Frage zur schwarzen Dachbahn. Kann ich hier nur ganz kurz unterbrechen, weil wir doch ein bisschen über der Zeit ist, dass Sie das mit ihm jetzt in der Mittagspause klären. Oder? Okay, dann. Also meine Frage wäre nochmal zur schwarzen Dachbahn. Also ich habe es früher auch mal so gelernt, dass eine weiße Dachbahn bauphysikalisch nicht ganz verkehrt ist, aufgrund der Reflexion und so weiter, Sonneneinstrahlung und Erwärmung. Jetzt wird natürlich die schwarze Dachbahn gepriesen, die natürlich entsprechend sich dann auch mehr ausdehnt bzw. zusammenzieht. Also rein bauphysikalisch ganz klar. Schwarze Bauteile ist ja bekannt, weil die Erwärmung eben auch stärker ist, die Absorption. Ist das jetzt Stand der letzten Technik oder kann man jetzt wieder erwarten, dass in 2 Jahren wieder eine neue Philosophie dadurch dringt? Philosophie? Also es ist nicht so, dass Sie eine schwarze Bahn verwenden müssen. Eine graue Bahn verringert die Bauteiltemperaturen und könnte es schon erforderlich machen, eine Zusatzdämmung anzuordnen, ne, um halt eben Ihre Holzwerkstoffplatte oder die Schalung aus dem feuchten Bereich weiter nach innen in den wärmeren und damit trockeneren Bereich zu verschieben. Also die schwarze Bahn ist nur ein Hinweis darauf, dass natürlich die Erwärmung von außen das Bauteil stärker aufwärmt. Weiße Bahnen haben sich ja eher in Bezug auf das Innenraumklima oder helle Bahnen haben sich in Bezug auf das Innenraumklima positiv ausgewirkt, weil die sommerliche Erwärmung nicht ganz so stark ist. Deswegen baut man auch gerne Gründächer, begrünte Dachkonstruktionen, die haben den gleichen Effekt. Die lassen relativ wenig Sonnenwärme von außen durch. Das ist auf jeden Fall auch ein Kriterium. Aber man hat, um das mal zu erklären, warum das zur schwarzen Bahn kommt, man hat in der Wüste von Arizona hat man eine weiße Bahn eingebaut mit einer Attika.
und hat festgestellt, dass die Nachttemperaturen auf der Bahn 8 Grad unterhalb der Lufttemperatur lagen, weil die nächtliche Abstrahlung durch die nicht vorhandenen Wolken so stark ist und die Bahn, die Konstruktion im Sommer nicht so stark erwärmt wird, weil die meiste Energie reflektiert wird. Insofern sind schwarze Bahnen schöner, aber kein Muss. Kommt halt darauf an, wie Sie das dann so haben wollen. Das andere, es geht sowohl das eine als auch das andere. Was ich vielleicht auch dazu sagen muss, ich rede ja ganz viel über hygrothermische Simulationen. Wer macht das? Es gibt Ingenieurbüros, die das machen, die bieten diese Dienstleistung an. Für die ganzen vielen Flachdächer, die allerdings gebaut werden, ist das schon ein ganzer Batzen. Die könnten dann wahrscheinlich irgendwie ganz viel, ganz lange rechnen und würden es nicht schaffen. Und wir bieten das auch an. Wir machen das auch für Sie. Und wenn wir dann nicht mehr weiterweisen wissen dann oder nicht mehr können, weil wir natürlich die Sonderfälle nicht abdecken können, dann verweisen wir auch gerne und empfehlen wir auch gerne ein Ingenieurbüro für Bauphysik, das dann diese Berechnung durchführen kann. Okay, dann vielen Dank für die Fragen. Vielen Dank, Michael. Seinen Vortrag und alle Vorträge der Referenten können Sie sich auch nächste Woche herunterladen. Dann stehen die alle auf dieser Seite, wo Sie sich auch angemeldet haben, fachtage-verden.de, zur Verfügung. Wir schicken Ihnen aber alle nochmal eine Mail, damit Sie genau wissen, wo Sie draufklicken müssen. Und Sie sehen, Michael Förster liebt Bauphysik. Er schreibt auch öfter bauphysikalische Artikel sozusagen. Finden Sie in dem Handbuch Wissen, was Sie heute Abend noch von uns mitbekommen. Und jetzt noch, bevor die wichtigste Frage, wo ist das Mittagessen, kommt, die Antwort dazu. Sie haben hier einen Feedbackbogen liegen für heute und morgen. Schreiben Sie doch einfach rein, wie es Ihnen gefallen hat. Wir wollen nicht nur einfach machen, sondern wir möchten auch immer besser werden. Das heißt, schreiben Sie hinein, was wir besser machen könnten, wo Sie die Schwerpunkte haben möchten. Und wir berücksichtigen das bei unseren nächsten Fachtagen. Und jetzt die Frage, wo gibt es das Mittagessen? Ein Stockwerk tiefer. Sie gehen einfach hier raus, die Treppe runter und schon ist das Mittagessen für Sie da. Wir treffen uns um 13.13 Uhr wieder. Dann guten Appetit. Genau.